Willkommen beim Asklepios Corona Talk. Ich freue mich jetzt sehr, Professor Dr. Christoph Herborn bei mir zu haben. Er ist CMO und im Vorstand in den Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen, Professor Herborn. Schön, dass Sie die Zeit kurz haben, mit uns zu sprechen. Was mich zunächst einmal interessiert, waren Sie denn gut vorbereitet auf die doch eher unerwartete Situation durch die Pandemie? Wie sind Sie zurechtgekommen bisher? Also auf unerwartete Situationen ist man meistens schlecht vorbereitet, weil die kommen unerwartet und kommen plötzlich. Und so war es tatsächlich mit der Corona-Krise auch. Mhm. Wenngleich die Zahlen, die wir in den letzten Monaten aus China den Medien haben entnehmen können, einen so ein bisschen alert gemacht haben, haben wir nicht damit gerechnet, dass diese Krise und dieses Virus Europa und den Rest der Welt so schnell und so hart treffen würde. Und dementsprechend war tatsächlich die Vorbereitungszeit, die wir Anfang März hatten, eine sehr kurze. Mhm. Aber wie es bei Krankenhäusern ist, die ja auch durchaus Szenarien trainieren und auch, sagen wir mal, sich mit Herausforderungen beschäftigen, die nicht vorhersehbar sind, finde ich, haben wir jetzt im Rückblick der letzten 5 Wochen an vielen Stellen und mit vielen Kollegen sehr gut reagiert. Also wurden die dann gut auch vorbereitet, also das medizinische Personal? Also gerade das medizinische Personal, unsere Ärzte, unsere Pflegekräfte sind auf solche Herausforderungen ideal vorbereitet. Sie wissen, in Krankenhäusern kommen Notfälle an, in Krankenhäusern kommt es zur Versorgung von schwerkranken Menschen und dementsprechend sind diese Herausforderungen eigentlich genau die, weswegen viele unserer Mitarbeiter überhaupt bei uns arbeiten. Wir haben natürlich erwartet, dass Deutschland und auch unseren Konzern eine Welle von Patienten trifft, die schwer krank sind, die eine maximale Versorgung brauchen und dabei bestenfalls von ihrem Umfeld, auch von unseren Mitarbeitern, isoliert und getrennt werden. Dass unsere Mitarbeiter sich natürlich nicht einer unnötigen Infektion aussetzen. Dementsprechend ging es ja nicht nur im Rahmen der Vorbereitung darum, die medizinischen Abläufe zu trainieren und zu wissen, wie die Patienten versorgt werden, sondern eben auch, und das war die größte Herausforderung, persönliche Schutzausrüstung in ausreichender Menge bereitzustellen, um tatsächlich diese Schutzmaßnahmen im Umgang mit diesen mitunter schwerkranken Patienten sicherzustellen. Ja. Noch mal ein bisschen weiter zurück. Was denken Sie denn persönlich, wie lange wird dieser Ausnahmezustand noch Ihre Kliniken belasten? Puh, das ist in der Tat eine Frage, für die man eigentlich eine Kristallkugel braucht, in die wir jetzt reingucken könnten, um sagen wir mal, in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, viele hatten sich jetzt auf die nachosterliche Zeit als die Zeit eingestellt, wo die ersten Lockerungsmaßnahmen kommen. Zur aktuellen Stunde sitzen in Berlin die Köpfe zusammen und überlegen, wie man diesen Lockdown tatsächlich überwinden kann, wie man langsam das öffentliche Leben und auch das Krankenhausleben wieder in normale Bahnen lenken kann. Aber persönlich glaube ich, dass das durchaus noch bis zum Sommerbeginn, also in den Mai, Juni hinein andauern wird. Wir sehen natürlich auch reguläres Patientenaufkommen in den Kliniken. Natürlich bleiben Herzinfarkte, Schlaganfälle, bösartige Erkrankungen auch heute nicht aus. Aber es ist doch natürlich eine andere Versorgung, eine andere Versorgungsstufe. Und Leute überlegen offenbar in diesen Tagen 2 oder 3 Mal, ehe sie zum Arzt gehen, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im Krankenhausbereich, sodass ich davon ausgehe, dass diese Ausnahmesituation auch für die deutschen Krankenhäuser noch bis weit in die zweite Jahreshälfte ihre Auswirkungen haben wird. Ist natürlich auch gerade für die Angehörigen, die irgendwen besuchen wollen, die Familien können nicht hin. Also Sie sehen da erstmal nicht eine Möglichkeit der Lockerung bis zur zweiten Jahreshälfte, ne? Also in der Tat sind natürlich die Herausforderungen und die Auflagen, die wir auch den Angehörigen der bei uns versorgten Patienten auferlegt haben, sind besonders. Also es gab Situationen, wo tatsächlich auch werdende Väter erst spät oder gar nicht in die Kreißsäle konnten. Und man muss da schon sehr genau, sagen wir mal, mit einem hohen Maß an Feingefühl agieren, um die Leute mitzunehmen, um ihnen das Verständnis eben auch nahezubringen, warum solche Maßnahmen notwendig sind. Initial haben wir eine relativ beschränkte Besucherregel gehabt. Mittlerweile sind wir da rigoroser. Das hat sich aber, ich glaube, auch als ein weiterer Baustein zur Eindämmung der Krise erwiesen. Und so schwer diese Maßnahmen sind, so toll hat die Bevölkerung, wie ich finde, diese Maßnahmen akzeptiert und hingenommen. Aber das kann natürlich kein Dauerzustand werden. Und dementsprechend glaube ich schon, dass
mit den steigenden Fallzahlen, aber auch der steigenden, ich will mal vorsichtig sagen, asymptomatischen Durchseuchung der Bevölkerung. Das heißt, mit einer steigenden Viruslast, dieser sogenannten Herdenimmunität in Deutschland, wir eben auch natürlich eine Lockerung der Maßnahmen sehen werden und auch ein normales Leben im Krankenhaus, auch mit Besuchsmöglichkeiten für Angehörige, natürlich auch wieder Alltag werden wird. Ja. Wie ist denn das allgemein mit der Belegschaft in den Krankenhäusern? Ist da mittlerweile die psychische Belastung höher als die körperliche? Also generell muss man der Belegschaft ein großes Kompliment machen, weil diese Veränderung, die unsere Gesellschaft erfasst hat, hat ja auch das Arbeitsleben und vor allem das mit Krankenhaus erfasst. Und das haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich in den letzten Wochen exzellent gemacht. Ich glaube, die psychische Belastung hält sich durchaus in Grenzen, weil tatsächlich sich das Krankheitsbild trotz der Schwere und auch trotz der Todesfälle, die es gibt, ja nicht wesentlich von, sagen wir mal, anderen Viruspneumonien, also Entzündungen der Lunge, die durch Viren hervorgerufen werden, unterscheidet. Und dementsprechend ist das ein Krankheitsbild, was den Kolleginnen und Kollegen bekannt ist und mit dem sie umgehen können. Die psychische Belastung wäre dramatisch gewesen, wenn wir wirklich solche Entwicklungen gehabt hätten bisher, wie wir sie in Italien oder Spanien gesehen haben. Aber man muss sagen, trotz aller Unkenrufe hat sich das deutsche Gesundheitssystem und gerade das Vorhandensein von Intensivbetten, von Kapazitäten für schwerkranke Patienten als sehr stabil und sehr nützlich erwiesen. Und tatsächlich konnten wir die bisherige Anzahl von Patienten gut versorgen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass natürlich unsere Krankenhäuser auch einen dramatischen Rückgang an regulär versorgten Patienten verzeichnen. Wir haben teilweise auf Normalstationen Belegungsquoten von um die 60%. Das heißt, der Aufwand und die Arbeitsverdichtung, die ja ansonsten im Krankenhausalltag oft beklagt wird, liegt momentan nicht vor. Ja, also das, ich glaube, die Balance zwischen der physischen und psychischen Belastung gerade ganz gut ist. Ja. Wie sieht denn so ein Tag jetzt gerade bei Ihnen aus? Also der Tag hat sich tatsächlich relativ digitalisiert. Ja, also der Tag hat weiterhin 24 Stunden und wir achten natürlich auch darauf, dass man sagen wir mal, entsprechende Ruhezeiten zur Erholung einhält. Aber es ist schon erstaunlich, dass der Gang ins Büro, der sagen wir mal, zu Vor-Corona-Zeiten oftmals mit persönlichen Treffen, mit Meetings, mit persönlichem Austausch verbunden war, sich heute tatsächlich überwiegend in Telefonaten und Skype-Konferenzen abbildet. Wobei ich selber und meine Kollegen ganz genauso überrascht bin, wie gut das tatsächlich funktioniert. Also, hat auch was Positives. Es hat auch was Positives. Man hinterfragt Routinen, man hinterfragt auch bestimmte viele Reisetätigkeiten, die ja einfach auch eine Rolle in einem Konzern mit sich bringt. Aber es ist sicherlich auch für die Nach-Corona-Zeit eine gute Lehre, dass man sich auch über den Computermonitor und über das Telefon, über viele Dinge gut austauschen kann und dass auch die, sagen wir mal, Hygiene, also sprich die Herausforderungen, die halt eben der Umgang mit sich bringt, natürlich über ein digitales Miteinander deutlich besser eingehalten werden kann als wenn man sich in den Armen liegt und persönlich vor Ort diskutiert, bespricht und beschließt. Und man spart auch noch Zeit. Vielen Dank. Und man spart auch noch Zeit. Für Ihre Zeit, Professor Dr. Herrmann, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für Sie.